Hallo, Servus vom Austria-Fans. Willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von Delta Time, unserem neuen Instagram-Live-Podcast. Wir werden dieses Format jetzt versuchen, öfter zu bringen und immer werden wir einen Stargast aus dem Motorsportbereich haben, meistens auch mit rot-weiß-rotem Hintergrund. Manchmal werden wir natürlich auch noch eine spezielle Ausnahme machen. Derzeit, unser heutiger Stargast, das habt ihr alle mitbekommen, ist Ferdinand Habsburg. DTM-Pilot für Audi Sport WRT Racing Team, für das Kundenteam von Audi. Und er kommt, wir warten noch auf ihn, wir warten noch auf ein paar Zuschauer, dass sie dazukommen. Ihr hattet die Möglichkeit im Vorfeld Kommentare bei Instagram oder bei Facebook niederzuschreiben, Fragen, die ihr an Ferdinand habt, die wir ihm stellen können. Allerdings habt ihr auch im Chat noch die Möglichkeit, hier Fragen drunter zu posten. Wir werden uns diese Fragen natürlich durchlesen und die besten Fragen rausnehmen und dann Ferdinand stellen. Ich hoffe, euch allen geht es natürlich gut, trotz Corona und Einschränkungen im Leben oder auch im Racing. Und jetzt gucken wir mal, ob Ferdinand langsam da ist. Gucken wir mal. Nee, ist noch nicht da. Müssen wir noch ein bisschen Zeit überbringen. Da, jetzt ist er da. Jetzt gucken wir mal. Stellen wir ihm gleich eine Anfrage. Ich hoffe, vom Ton passt alles. Wenn ja, macht einen Daumen in die Kommentare, ob es von der Lautstärke gut genug ist. Und da ist er schon, unser Stargast. Servus. Da ist er schon. Hi, Servus Ferdinand. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, gut, danke und dir. Alles gut, danke dir. Danke dir auch, dass du natürlich die Zeit nimmst für unseren allerersten Podcast, beziehungsweise unser allererstes Instagram Live hier von Formel Austria. Fühl dich geehrt, du bist der Allererste, der hier ran darf. Natürlich auch hoher Druck auf deinen Schultern, aber ich glaube, damit kannst du relativ gut umgehen, oder? Ja, wir sind ja Freunde, also es geht ja leicht lockerer, wenn es unter Freundschaft ist. Ja, ich denke, wir verlieren da am besten keine Zeit und fangen gleich an. Wir haben uns ein paar Themen vorbereitet, die wir so wie ein Leitfaden hier durchgehen. Ja. Als erstes natürlich, womit wir anfangen. Klar, das ist sehr präsent gerade derzeit, ist Corona. Auch die Einschränkungen. Und wie hat Corona dich denn, sagen wir jetzt mal, erwischt? Beziehungsweise wie geht es dir mit den ganzen Regelungen jetzt? Ich meine, ich war abgesehen davon, dass ich nicht Rennen gefahren bin, wenn ich hätte Rennen fahren sollen, war es kein großer Unterschied, weil ich auch beim Bundesheer bin. Und beim Herresportzentrum, ich glaube, es hat einen Einfluss gehabt, aber beim Herresportzentrum tust du meistens nur trainieren als Sportler. Und anstatt dass wir nur trainiert haben, waren wir halt auch im Einsatz und waren in Lagerhallen wie bei Rewe oder sowas oder in Apothekenlagerhallen, während die Krisenzeit, würde ich jetzt mal sagen, am höchsten war, voll dabei. Und ich habe zum Beispiel meine Nachtschichten immer brav mitgemacht und war über mehrere Wochen aktiv. Also von dem her, mir war sicherlich nicht langweilig. Ich habe immer genug zu tun gehabt. Und dann, wie es dann weniger geworden ist mit der Arbeit in so Lagerhallen und Einsätzen, ist einfach das Training viel reingekommen, habe einfach extrem viel Zeit zum Trainieren gehabt. Und das in allen Möglichkeiten, sehr viel Ausdauer, genügend Kraft. Zum Glück habe ich genug Access gehabt zu verschiedenen Möglichkeiten, wo ich ziemlich genau alles machen musste, was ich gebraucht habe. Ich habe eine Freundin, die eine Trainerin ist und die hat mich einfach unterstützt und also von dem her habe ich einfach das gesehen wie eine verlängerte Vorbereitungszeit. Natürlich, mein Vater hatte selber Corona, also ich habe schon einen näher Verwandten, meinen eigenen Vater gehabt, der das mitbekommen hat. Und er war 2 Wochen mit Fieber und ich habe ihm immer wieder sein Essen gebracht und ihn durch das Fenster angequatscht. Aber seitdem das war, habe ich mich wieder sicher gefühlt in seiner Gegend, weil man sich immer natürlich sorgt um seine Eltern in solcher Zeit. Aber seitdem er dann die Antikörper hatte, musste ich mich nur sorgen. Und wir haben dann einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht und eine viel stärkere Verbindung. Also viele, viele, viele schöne Seiten eigentlich. Er hat es aber überstanden und es geht ihm jetzt auch wieder gut, so wie ich es verstanden habe, richtig? Wie bitte? Er hat es auch überstanden jetzt und ihm geht es auch jetzt wieder besser und Ja, gut. voll. Genau. Hast du dein Training irgendwie umgestellt, jetzt seitdem mit Corona? Weil es gab ja auch vielleicht, viele Fahrer halten sich ja in Fitnessstudios fit, die waren ja auch geschlossen, alles. Wie musstest du dein Training umstellen, um dich trotzdem fit zu halten während der Zeit?
Ich habe ja nicht ins Gym gehen können, logischerweise. Ich habe zu Hause viel mit meinem Körpergewicht gemacht. Ich habe extrem viel Ausdauer gemacht. Der Vorteil, wenn man viel Ausdauer macht, ist, dass wann du dann nicht wieder ins Gym kommen kannst du dich schneller voranbewegen. Also ich würde sagen, dass jetzt, wo ich wieder ins Gym konnte, habe ich guten Progress gemacht und bin fitter, als wie ich jemals war. Das ist was ziemlich etwas Gutes. Natürlich ist Fitness etwas bisschen anderes, wenn du dann im Rennauto drinnen bist. Deswegen freue ich mich schon auf die ersten Testtage, wenn man ein bisschen sich aus seinem Winterschlaf herausjagen muss. Weil immer am Anfang ist ein bisschen unangenehm im Rücken oder im Nacken oder sowas. Und dann gewöhnt sich der Körper dran und dann ist wieder alles gut. Und die Fitness kommt dann auch gut ins Spiel. Hast du irgendwelche neuen Talente bei dir entdeckt oder hast du irgendwas getan, was du eigentlich gesagt hast, okay, jetzt wo ich die Zeit habe, jetzt packe ich dieses Projekt an und mach das? Ich habe ein bisschen was gelernt. Mich auseinandergesetzt mit Website-Design. Aus dem Grunde, dass es mich, ich finde die Idee cool, dass man innerhalb von einer Woche ziemlich leicht eine sehr cool aussehende Webseite kreieren kann. Und ich finde, das ist ein Skill, der sicherlich irgendwann mal gut zuhande kommt. Und zu sehen, dass das wirklich super leicht ist und super billig, also dass es auch nicht teuer ist, das kann man auch. Man muss für die URL sich was kaufen, also man muss sich die Rechte kaufen auf den Link. Aber davon abgesehen kann man freie Website-Designer verwenden. Also wirklich ein winzig kleines Investment. Und ich habe dann einfach mit ein paar Ideen gespielt, an denen ich noch immer arbeite. Aber das war eine der Sachen, die ich cool gefunden habe. Und sonst habe ich eigentlich sehr viel Zeit mit meinem Vater verbracht, weil ich nicht so oft die Chance bekomme, mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Und ich dann gemerkt habe immer, dass es wahrscheinlich nicht die Zeit kommen wird, dass ich das wieder so die Möglichkeit habe, jeden Tag mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Also habe ich das wirklich an den Hals gepackt und oder am Kragen gepackt und mich zugezogen, weil es ich bin mir sicher, dass sobald die Rennen beginnen, werde ich wieder meine Familie wenig sehen. Definitiv. Eine Sache, die, glaube ich, im ganzen Motorsport groß boomt, ist natürlich der E-Sport oder Online-Racing. Und du hast ja sozusagen die ersten Berührpunkte damals schon bei uns auf der ISPO in München gemacht. Moment, mal gucken, ob der Fernseher noch da ist. Ja. Hast du mich gehört? Oder du Ja, warst kurz weg? ich habe dich gehört. Okay, du hast ja die ersten Berührungspunkte mit dem E-Sport bei uns auf der ISPO damals, bei unserem Online-Racing-Club-Rennen in München gemacht, auf der Messe. Da hast du dich reingesetzt und wir haben uns ja unterhalten. Und da hast du gesagt, dass du nur mit E-Sport und Online-Racing noch nicht so viel am Hut hattest. Hast dich mal reingesetzt, hast ein paar Runden am Simulator drehen können und hast gesagt, ja, hat es eigentlich relativ ganz gut Spaß gemacht. Und in letzter Zeit warst du ja sehr aktiv darin. Hat dich das Fieber so auch ein bisschen gepackt? Ja, ich meine, das war gekommen ist. Irgendwann mal ist es schon irgendwie komisch geworden, nicht irgendwie etwas im Kreis zu fahren. Und es hat sich dann ergeben, dass ich habe begonnen mit dem Real Racers Never Quit. Das war irgendwie Montag, Mittwoch und Freitag über 2, 3 Wochen hinaus. Mich hat das angezogen, ziemlich hauptsächlich, weil ich irgendwann mal gesehen habe, die Starterliste. Und ich war so, bam, das sind einfach so richtig geile, gute Fahrer. Warum bin ich nicht da drinnen? Und dann habe ich mich angemeldet und bin mitgefahren. Und habe so einen mega Spaß gehabt. Ultra frustrierend auch, muss ich zugeben. Wirklich extrem frustrierend, weil du dich versuchst, so viel vorzubereiten wie möglich. Und dann passiert es so leicht, dass jemand dich abschießt in der ersten Kurve oder du einfach in einem Crash involviert bist. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Aber dann bin ich mehr in auch GT-Rennen umgestiegen, wo es, ich würde sagen, weniger Crashes gegeben hat in den Rennen. Und auch mehr mit Sim-Racers Rennen gefahren, was in meiner Ansicht irgendwie lustiger war, weil die Sim-Racers prinzipiell mehr Verständnis haben für das, was ist, während die echten Rennfahrer sind, das ist ein Spiel und nicht mehr und deswegen crashen wir jetzt einfach. Und deswegen hat einem das Rennen fast mehr Spaß gemacht mit den Sim-Racers. Aber das Lustige an den Rennen mit den echten Rennfahrern war, dass dieses Sprechen hin und her, das Fluchen, und einfach die Witze. Also
es war so, wie auch immer du dich gefühlt hast, aber es hat definitiv Übung gebraucht, muss ich sagen. Das wäre mal die nächste Frage gewesen. Wie lange hast du dich denn darauf vorbereitet, beziehungsweise wie lange hast du denn gebraucht, um auf Speed ins Spiel zu kommen? Ich habe nicht wirklich immer viel Zeit verbracht. Ich war auch nicht immer der Schnellste. Ich habe das Gute mit dem Formel 3 Auto auf iRacing ist, dass es gewisse Charakteristen hat, die ich schon kenne. Also ich habe einfach meistens versucht, in Rennen mitzumachen, wo ich halbwegs das Auto aus dem echten Leben kenne und halbwegs weiß, was ich machen muss. Was schwierig war, waren die Rennen, wo man zum Beispiel plötzlich mit so Aussie V8s gefahren sind oder mit so alten Prototypen oder solche Autos, wo so richtig, oder alte Formel 1 Autos. Da war es dann richtig schwierig, so, wenn man sich wirklich vorbereiten muss. Aber ich habe meistens irgendwie einen Tag davor beginnen, ein bisschen zu üben. Ich habe es auch Was nur ist schon deine Lieblingssimulation? softwaremäßig. Ja. Entschuldigung, Ja, es hat mich jetzt jetzt bist du angerufen. wieder da. Genau, Servus. softwaremäßig. Ich finde, iRacing ist die für mich die beste Software, Rennen zu finden, wo ich einen Spaß haben werde. Ich würde sagen, die ist schon ein bisschen herb mit dem Tire Model, weil sie sehr, sehr aggressiv ist. Aber deswegen habe ich auch relativ viel Spaß auf rFactor 2 und auf dem Formel 1 Spiel von 2019, weil dort einfach der Cut-off-Point nicht so extrem tief ist. Während iRacing ist da schon der Time-Model sehr aggressiv. Du hast die Formel-1-Serie angesprochen. Da nehmen ja viele Fahrer auch prominente teil, Singer, Sänger, Tänzer, alles Mögliche. Warum warst du da noch nicht dabei? Bei den Formel-1-Rennern? Genau. Naja, ich war nicht ganz in dem Kreis drinnen, muss ich sagen. Ich war eher bei den iRacing-Rennen dabei. Und auch, ich meine, man hat schon gesehen, dass die meisten jüngeren Rennfahrer, die dabei waren, waren meistens Rennfahrer, die eine Association haben mit der Marke von dem Team. Und das habe ich auch verstanden. Das ist so ein bisschen auch der Marketing-Style von Formel 1, dass man versucht, das alles in-house zu behalten. Verstehe ich auch. Und ich war auch nicht so frustriert. Ich fand es ziemlich lustig, zuzuschauen, hin und wieder die Rennen mitzufeiern. Aber ich habe auch meinen genügend Spaß auf den anderen Plattformen gehabt. Ich weiß nicht, ob du den virtuellen Monaco Grand Prix gesehen hast. Da hat der Schaden war ja aus und da gab es richtig viel Karambolage und da wurden richtig viele Fahrer abgeschossen. Was hältst du eigentlich davon? Oder denkst du, die Formel 1 ist so die Königsklasse, sie sollten eigentlich auch mit Schaden anfahren? Keine große Meinung dazu, das ist mir relativ wurscht, muss ich sagen. Ich finde, man soll es nicht zu überbewerten, was es ist. Ich finde, es ist kein Formel-1-Rennen. Man soll nicht seine Lizenz verlieren, weil man einen großen Crash hatte. Man soll vielleicht, okay, die virtuelle Strafe ist absolut gerechtfertigt, aber alles drüber bin ich nicht ganz dabei. Und deswegen, ob es jetzt anhat oder nicht, wird einfach beeinflussen das Resultat und wie die Fahrer mit dem Rennen umgehen. Ich glaube eher, dass man da am besten unter den Fahrern entscheidet, wie man das haben oder nicht. Und einfach ein Voting macht und dann entscheidet man das so. Ich würde sagen, das Nervige ist, wenn du Damage Off hast, dann verlierst du die Hälfte vom Feld wahrscheinlich ganz, ganz früh an. Und wenn du Damage Off hast, dann wirst du ein bisschen übermotivierte Rennfahrer finden. Also ist irgendwie beides irgendwie nicht so lustig. Aber zum Zuschauen ist wahrscheinlich Damage Off lustiger. Weiß nicht, wie du das Du hast siehst. es angesprochen, also du würdest eher. Bitte? Wie siehst du es denn? Wie ich sehe, klar, es ist ein Spiel auf der einen Seite, aber ich denke, wenn man ein großes Feld an Formel-1-Fahrern drin hätte, dann könnte man auch vielleicht davon ausgehen oder erwarten, dass Schaden an ist. Okay. Monaco ist vielleicht noch so eine Sondersituation, da muss man halt achten, wie das ist, wie du gesagt hast, mit sonst hat man halt vielleicht am Ende nur noch drei Autos, die rumgurken um Platz 1 bis 3 nur noch und der Rest vom Feld ist ausgeschieden. Das ist dann natürlich auch sehr kontraproduktiv. Ich finde, dass die Rennfahrer, die nicht Sim-Racer sind, die
ganz einfach, haben nicht so viel Übung wie ein Simracer, können es nicht so gut einschätzen wie ein Simracer. Es fehlt uns viele Sensoren, die wir unseren Körper haben, die wir normalerweise spüren, damit wir wissen, was wir machen sollen. Deswegen würde ich sagen, dass ein Simracer das um einiges besser einschätzen kann und deswegen bei den Simracern Rennen das Damage on sein kann, ohne dass man sich jetzt zu viele Sorgen hat. Ja, bei den, das ist auch meine Erfahrung, dass die Rennfahrer, die von der echten Rennstreckenwelt kommen, wie auch immer das nennen will, kann man das nicht so gut und deswegen finde ich auch, sind sie nicht immer die Besten. Also das sind die Simracers oft schneller. Ja. Du hast ja gesagt, du trennst auch viel von der virtuellen Welt, von der realen Welt. Und in letzter Woche gab es da ja sehr große Schlagzeilen. Du hast es bestimmt mitbekommen mit Daniel Abt. Ja. Was sagst du denn dazu, zu der ganzen? Es haben sich ja viele Fahrerkollegen geäußert, haben sich auf die Seite von Daniel Abt gestellt, haben gesagt, das ist alles virtuell und das hätte eigentlich normal keine Auswirkungen auf sein echtes Cockpit haben sollen. Ja, ich meine, schummeln sollte man nie, aber die Konsequenz war meiner Ansicht nach auch zu hoch. Also, dass man seinen Job verliert, weil man eine Sache nicht so ernst genommen hat, wie das Werk sich das erwartet, ist eine herbe Sache. Ich finde schon, dass vielleicht die Strafe oder wie auch immer, oder die Disqualifikation absolut gerechtfertigt waren. Aber dass es dann um seinen eigenen Job ging, das fand ich schon auch sehr hart. Wie gesagt, schummeln sollte man nicht. Es war eine nicht sehr intelligenter Move von ihm, auch wenn er es wahrscheinlich für lustig gehalten hat. Das heißt trotzdem nicht, dass es sehr intelligent war von ihm. Aber gut, wir machen alle Fehler. Es war halt schlechter Zeitpunkt und die falsche Marke mit solchen Sachen, Spielchen zu machen. Also ja, wir hatten gestern das DTM eSports Race auf Race Room. Und wir waren alle DTM-Fahrer waren in diesem Team-Chat vorm Rennen. Und der Rene hat dann gesagt, ah ja, Leute, ich gehe jetzt streamen. Und wir waren alle so, oh, ist er aufpassen, ist auch ein Audi-Fahrer. Aufgepasst. Das ist auch witzig, aber er tut mir schon leid. Jetzt verabschieden wir uns langsam so vom E-Sport, vom Online-Racing und gehen jetzt langsam ins reale Racing. Das geht ja auch bald in der DTM wieder los. Die Testfahrten auf dem Nürburgring stehen bald an. Was sagst du dazu? Freust du dich schon endlich wieder ins echte Lenkrad greifen zu können? Ja, schon sehr. Bisschen mehr Gespür, Vibration und echte Geschwindigkeitsgefühl. Und ich freue mich immer auf so Key Moments, die immer kommen. Also wenn du das erste Mal wieder ins Auto einsteigst, das erste Mal, wo du so, wow, das ist schnell. Oder so, wow, ich habe ein bisschen Angst. Oder wow, das ist arg. Und dann, sobald du diese Wellen bekommen hast, diese Watschen, dann rekalibrierst du dich. Und konzentrierst dich einfach. Aber diese Wellen sind einfach so Wellen von Adrenalin. Und das ist so ein besonders geiler Moment. Und das ist so das sind diese Gefühle, die man nicht teilen kann und die man nicht beschreiben kann. Das sind genau die Gefühle, die du wünschst, dass andere Menschen das genauso mitspüren könnten, wo du so richtig so, wow, ist schnell. So, das ist schon extrem so Rollercoaster-Moments. Ja, Und genau. auf die freue ich mich immer sehr. Ich freue mich dann auch, wenn man ein bisschen in die Routine reinkommt, aber diese Rollercoaster-Moments sind so wirklich die Momente, wo du dich 12 Jahre alt fühlst und so richtig dir denkst, so wow. Lassen wir noch mal dein allererstes DTM-Jahr letztes Jahr Revue passieren. Du warst plötzlich beim Young Drivers Test. Dann gab es ein bisschen Verwirrung. Audi, Mercedes, Aston Martin. Dann warst du plötzlich Aston Martin Stammfahrer. DTM, großer Traum, der für dich in Erfüllung gegangen ist. Es war ein sehr lehrreiches Jahr, aber wir müssen auch ehrlich sein, es war auch ein sehr schwieriges Jahr, oder? Im letzten Jahr. Ja, ich meine, es war ein besonders aufregendes Jahr, mit dieser neuen Marke irgendwie einzusteigen. Mit Flo und Andreas, die Chefs von R Motorsport, sind wirklich sehr sympathische Menschen und wir haben ein extremst cooles Teamgefühl gehabt und sie haben das auch sehr cool aufgezogen. Wahnsinnig enttäuscht, dass das nicht weitergehen konnte, aber es ist leider manchmal so. Und überhaupt mit einer Firma wie der HWA zu arbeiten, ist wirklich beeindruckend. Ich meine, das ist wirklich so Next Level Motorsport, was sie dort alles an Facilities haben und die Menschen dort sind wirklich beeindruckend intelligent, mit denen ich arbeiten durfte. Es war jetzt fast sehr, die Hälfte mindestens von diesem Mercedes DTM-Team waren plötzlich
gebrandet auf Aston Martin. Und dann kam auch noch so der Wow-Effekt, dass man plötzlich irgendwie so ein bisschen diesen Star-Effekt hat auf den DTM-Rennwochenenden. Natürlich, die Resultate waren sehr schwierig zu schlucken und es war oft so schwierige Emotionen im Truck, in den Team-Meetings, wo wir einfach gesehen haben, dass uns einfach die 8 bis 1, 8 Zehntel bis 1,2 Sekunden ganz einfach fehlen und wir wirklich momentan wenig zur Verfügung haben, um jetzt da irgendwie herauszukommen. Und es war eine schwierige Zeit in diesen Momenten, aber ich habe mein absolutes Bestes gegeben, immer mich daran zu erinnern, was für ein Glück ich überhaupt habe, dass ich überhaupt da bin, dass ich überhaupt auf dem DTM-Grid stehe. Ich meine, dass ich beim ersten Rennen Hockenheim bin ich da okay, hinten im Grid gestanden, weil das Qualifying nicht funktioniert hat. Und ich bin da gestanden, ich war trotzdem so, boah, also, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte vor 5, 8 Jahren oder sowas, du wirst aber am DTM-Grid stehen, da wäre ich ausgezuckt. Ich meine, also deswegen habe ich das echt genossen. Es gibt ultra viele positive Seiten, aber auch auf den Resultatslisten leider die enttäuschen und auch die wichtigen, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf ein neues Jahr. Das Ende mit Aston Martin, beziehungsweise dass Aston Martin eher Motorsport sich aus der DTM zurückzieht, das kam ja relativ spät, das kam im Januar. Und wann hast du ungefähr gewusst oder wann gabst du denn die ersten Anzeichen, dass es eventuell nicht klappen könnte mit einer zweiten DTM-Saison? Einen Tag bevor dem Press Release. Okay, also wurdest du auch relativ überrascht von dieser Meldung. Ja, das war richtig enttäuschend und schwierig, weil plötzlich war es schwierig, weil sie natürlich gesagt haben, wir würden dich gerne behalten und im GT3-Programm einzustecken. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich so große Interesse im GT3-Programm jetzt habe. Und es war eine sehr schwierige Zeit, weil mein Ziel war, weiter in der DTM zu bleiben, um das zu nützen, was ich gelernt habe. Und das ist dann einfach weggerissen, nicht ganz, weißt du, also ich glaube, es war sogar Anfang Februar, wo das passiert ist. War richtig hart, weil ich dann sofort geschaut habe, okay, was passiert gerade, was ist, das wird jetzt auch gerade der Gerhard Berger erfahren, was passiert dann, wenn es so zwei Marken gibt und so weiter. Und der Gerhard hat dann sofort gekämpft, um mehrere Autos auf den Grid zu bekommen von Audi und BMW. Und wie ich davon gehört habe, habe ich gewusst, okay, da gibt es vielleicht doch noch eine Chance. Weil wenn sie mehr Autos auf den Grid setzen, dann werde ich wohl sicherlich einer der Hotspots sein, um so einen zu bekommen. Und habe festgestellt, dass der Kubica eben den neuen BMW-Sitz nimmt und dass sie ein drittes Auto bei der WRT anhängen werden. Und dann gab es eine Liste von Fahrern, an denen sie herumdiskutiert haben. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich dafür entschieden wurde und freue mich halt auf die Tests. Du hast ja, bevor du bei Aston Martin sozusagen unter Vertrag genommen bist, schon mit Audi Kontakt gehabt. Und jetzt bist du bei WRT, Audi. Gab es den Kontakt über das ganze Jahr? Habt ihr euch da nie aus den Augen verloren? Nein, also der Vincent Voss, das ist der Chef von WRT, ist ein super lustiger, cooler Kerl. Und ich habe ihn sehr gerne und wir kennen uns eigentlich aus Macau. Nach meinem Rennen in 2017, wo ich eben den Crash hatte in der letzten Kurve, da war er einer der ersten Typen, der zu mir sofort gelaufen ist und mich umarmt hat. Weil da war einfach, er ist ein richtiger Oldschool-Racer, der hasst diese, oder nicht hasst, er ist prinzipiell für Oldschool-Racing. Er ist ein sehr starker Unterstützer davon, deswegen ist er auch in der DTM. Und der liebt einfach Fahrer, die einfach mutig drauf scheißen und einfach über alles drauflegen, wenn es nur geht. Und seitdem haben wir eine coole Beziehung, weil der ihm das einfach das getaugt hat, dieser Move. Es war immer die Rede, dass wir irgendwann mal hoffentlich irgendwann mal zusammenarbeiten. Er hat kein Problem damit gehabt, er hat verstanden, warum ich die Chance nehmen musste beim Werksteam von Aston Martin, wenn ich die Chance bekommen hätte. Da war keine Diskussion. Und dann hat er dann gesagt, ich freue mich, wenn du kommen würdest und wir das doch durchziehen. WRT hat ja heute auch die erste Lackierung vorgestellt von einem deiner Teamkollegen. Wann sehen wir denn deine Lackierung? Ich meine bald, weil es wird mal bald on track gehen müssen. Also Aber müssen wir uns noch ein kleines bisschen gedulden.
Ja, genau. Wir haben gedacht, jetzt kommt eine exklusive kleine Ja, Preview hier. ich meine, Leider noch ich nicht. wünschte, ich hätte es selber momentan. Wie sieht das denn aus? Jetzt, das ist ja eine Umstellung. Aston Martin, jetzt plötzlich im Audi. Hast du da irgendwie dich schon reinfinden können? Hast du da irgendwie schon mal Runden absolvieren können oder ähnliches? Ich meine, das ist alles so blöd zeitig gewesen, weil natürlich, ich habe den Deal geschafft, ich bin der Fahrer für Audi und dann plötzlich war Lockdown. Ich meine, ich hätte meine ersten Runden gefahren, Hockenheim, bei den ersten Tests, also Monza zuerst und dann Hockenheim. Und ich war schon alles ready gehabt und dann eben 3 Tage davor sind die Grenzen zugegangen und Hausarrest haben alle bekommen. Und gleichzeitig habe ich dann auch meinen Einsatz bekommen vom Bundesheer. Also es war dann irgendwie genau da, wann es gerade losgehen würde, ist es halt nicht passiert. Und jetzt starten wir halt im Juni. Genau, und die Formel 1 beginnt ja auch bald im Juli und vor allem in Österreich. Was sagst du denn dazu? Das ist sehr cool. Das ist sehr cool, freue ich mich drauf. Auch, dass es eventuell ja so ein Doubleheader-Event wird mit zwei Rennen an zwei Wochenenden. Ja, ich meine, das wird sicherlich bei der DTM auch passieren. Also es ist der Making the Best of the Situation. Jeder freut sich, wenn einfach Rennen beginnen, auch wie die Situationen sind. Wir wollen unsere Passion füllen können und ja, wir wollen wieder etwas, worauf wir uns freuen können am Wochenende zum Zuschauen. Genau. Was ist denn dein Tipp? Wer könnte dieses Jahr in der Formel 1 den großen Wurf landen? Im großen was? Den großen Wurf, den Titel holen? Wer Ah, könnte deiner Meinung nach? Entschuldigung, mein Dialekt ist noch nicht so kräftig. Deutsch-Österreich, ab und zu haben wir da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, ich meine, ich finde, dass der in Barcelona war der Mercedes so verdammt beeindruckend. Also ich würde sagen, dass es einfach der Mercedes so ein unfassbar gutes Auto hat. Man weiß ja nie, wie, weil Ferrari hat schrecklich schwach ausgeschaut. Man weiß ja nie, wie wahr das ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich so schwach sind, wie sie in den Tests waren. Also ich hätte gesagt, wenn ich mein Geld setzen würde, würde ich es auf den Hamilton setzen, weil ich einfach glaube, dass er der bessere Fahrer von den zwei momentan ist und meiner Ansicht nach auch von den Tests aus gesehen das beste Auto hat. Aber mal schauen. Der Max ist crazy stark am Red Bull Ring und seitdem sie schon die ersten zwei Rennen, die ersten 50 Punkte liefern werden am Red Bull Ring und seitdem es weniger Rennen geben wird, wird es schwieriger, um aufzuholen sein. Also wer weiß, vielleicht hat der Max plötzlich so einen großen Vorsprung am Anfang der Saison, holt sich die ersten Siege und dann haben wir einen coolen Kampf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ist die Formel 1 für dich noch ein Thema? Du warst jahrelang im Formelsport aktiv und hast du da noch ein kleines bisschen Hoffnung oder denkst du, da könnte noch was vielleicht irgendwann gehen? Oder sagst du, okay, ich konzentriere mich jetzt auf DTM, das ist jetzt da, wo ich sein möchte? Gut, schön gesagt, ich freue mich sehr, wo ich bin. Ich möchte mich freuen über das, was ich habe momentan. Ich bin sehr dankbar für alles bisher. Also es sind so viele Sachen gut passiert in meiner Richtung. Okay, es wird sich vielleicht jemand denken, dass letztes Jahr ein schlechtes Jahr war, aber ich sehe es überhaupt nicht so. Ich habe so richtig coole Resultate gehabt von innerlich vom Team und überhaupt die Chance gehabt, in der DTM dabei zu sein. Und das alles mitzuerleben, das ist schon mal. Ich fühle mich zumindest so, dass ich das Privileg habe, dass ich zu einer Gruppe von wenigen Menschen gehöre, die in der DTM mal gefahren sind. Also, das ist schon mal was Cooles. Die Formel 1 ist fast eine noch eine geilere Gruppe von Menschen, die schon in der Formel 1 mal gefahren sind. Deswegen ist das ja immer eine coole Sache und ein cooler Traum. Aber ich bin jemand, der sehr gerne im Plätzchen bleibt und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann freue ich mich darüber. Aber Wir kommen jetzt schon zu den letzten Punkten. Ich würde jetzt noch ein, zwei Fanfragen an dich stellen, die wir hier auf Facebook oder auf Instagram unten bekommen haben. Und zum Abschluss würde ich noch gerne ein kleines Spiel mit dir spielen, aber das erkläre ich dir später. Ich gucke jetzt erstmal auf die Fanfrage. Benjadin Malkic, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was würdest du machen, wenn du nicht Rennfahrer geworden wärst? Das ist eine Frage, die ich sehr oft mir gestellt habe.
Ich habe ein paar Optionen im Kopf. Ich kann ein paar abspielen. Ich wäre entweder Musiker geworden, Musiker oder Welche Art von Musiker? In welche Richtung eher? wahrscheinlich entweder ein Klavierspieler oder ein Musikproduzent und würde mich dann wahrscheinlich so bewegen in ich stehe sehr auf so experimentale Musik. Ich finde das wirklich faszinierend, wie man einfach die Art, wie man Musik hört, weiter bewegt. Und das interessiert mich sehr. Und sonst, ich liebe Astrophysik. Also Verstehen der Planeten, Verstehen des Universums und so weiter. Aber ich glaube, leider habe ich nicht ganz die Intelligenz dazu. Also musste ich das abstreiten. Deswegen hat Sport mir besser gepasst. Und sonst, ich meine, Priester kann ich immer noch werden. Also, das war Theologie war auch eine sehr coole. Cooles Thema. Eine Frage, die sehr oft reingekommen ist: Was denkst du, wie geht es jetzt weiter mit der DTM? Jetzt, wo noch Audi den Austritt erklärt hat, was denkst du, wie akribisch ist da Gerhard Berger am Arbeiten? Hast du da irgendwas mitbekommen? Gibt es da News? Es gibt News, aber noch nichts Offizielles, deswegen Okay. ist es so, es verändert sich jede Woche. Ich kann eines sagen, dass von den News, die man bekommt, sieht man, dass der Gerhard extremst am investieren ist. Also er ist wirklich voll committed zum DTM-Programm. Ich muss auch ehrlich zugeben, an einer überraschenden Menge, weil jeder Mensch mit zwei Augen und zwei Ohren und ein Gehirn sieht, dass das eigentlich eine Absenke der Meisterschaft ist momentan. Aber der Gerhard wahrscheinlich sieht etwas, was wir alle nicht sehen und das motiviert mich sehr. Ich sehe, dass er unfassbar hart arbeitet, dass wir ein cooles Programm haben für dieses Jahr und die Leute motiviert macht. Und ich meine, es muss noch irgendwie ein, zwei Werke, Hersteller dazukommen, damit das überleben kann. Aber so hart, wie er die letzten Wochen investiert hat in ein cooles Programm, würde ich sagen, wenn er das umsetzen kann noch und das vorstellen könnte bei anderen Marken, es kann alles passieren. Okay, kommen wir nun zum letzten Punkt, zu unserem Spiel. Das heißt My Dream Team. Es geht so, du suchst dir zwei Piloten, ein Auto und einen Teamchef aus. Aus egal welcher Sportserie, Formel, GT-Sport und stellst du sozusagen das Dream Team von dir auf. Ja. Kannst dich auch ruhig selbst nominieren. Ja, das ist doch klar. Das muss ich machen. okay, also. Ach, ein Auto. Soll ich vielleicht anfangen? Ist für dich Ja, einfacher? okay, das ist eine gute Idee. Machst du das? Okay, dann würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich Michael Schumacher nehmen. Okay. Niki Lauda. Ja. Den 2004er Formel 1 Ferrari, den F124. Und als Teamchef den Toto Wolff. Das wäre, Das glaube ich, war eine auch starke Kombination. das Erste, was mir eingefallen ist. Toto Wolff als Teamchef. Bin erstens schon ein bisschen verletzt, dass du mich nicht gewählt hast, aber das ist okay. Ich werde Nächstes Mal nicht vielleicht. mehr gewählt. Du hast jetzt schon das Spiel verloren, sage ich mir gleich. als Auto. Vielleicht überzeugst du mich ja so gut dieses Jahr, dass ich dann nächstes Jahr den Michael Schumacher raussetze aus meinem Okay, Dream Team. das ist ein guter Das Deal. ist Das ist eine ein Wette, guter oder? Das ist eine Wette, die wir Deal. haben jetzt diese Saison. Ja, ich würde wählen. Welches Auto taugt mir? Ich weiß nicht, ich finde das. Den Porsche 919 Hybrid von Le Mans. Einfach so ein geiles Auto. Wie es ausgeschaut hat und wie es Le Mans gewonnen hat mit dem Hülkenberg. Das war einfach so genial. Ich würde mir natürlich den Toto Wolff holen als Teamchef. Ich finde den einfach nicht nur einfach ein genialer Teamchef, aber schrecklich sympathisch. Und ein richtig gescheiter Typ. Und als Fahrer würde ich nehmen.
Weißt du, was cool gewesen wäre, wenn ich an meinem den Ayrton Senna als Teamkollege hätte, wie ich so jung war wie ich, damit ich was lernen konnte. Also Mit setzt du dem dich Ayrton. und Ayrton Senna Ja, ins ich Cockpit. würde gerne den Ayrton Senna in meinem, also ich in meinem Alter, Ayrton Senna in seiner Peak und einfach, damit man auch, dass man mitbekommt. Aber ist doch eine gute Paarung, finde ich. Siehst du, wenigstens du hast dich selbst reingewählt, wenn es ich schon nicht getan habe. Ich meine, das ist doch klar. Sonst kann ich ja immer mit dem Toto wechseln, weißt du? Dann kann der Toto meinen Sitz nehmen und ich übernehme die Rolle des Managers. Warum nicht? Warum nicht? Bringt Abwechslung, oder? Glaube, das Damit sollte sind wir auch doch am Ende, damit sind wir auch am Ende angelangt. Ferdinand, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr tolles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir natürlich alle hier von Formel Austria oder natürlich dir alle Fans alles Gute für diese Saison. Ich hoffe vielleicht, dass wir uns irgendwann noch sehen, weil ich weiß nicht, wie das mit der Presse alles geregelt ist, ob wir dann irgendwann noch dazukommen dürfen oder nicht. Ansonsten viel Erfolg, viel Glück dieses Jahr. Ich hoffe, dass du den Titel holst, ne? Und dann sitzt du nächstes Jahr auch in meinem Dream Team. Danke, perfekt. Gute Alles Motivation. klar, gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns bald. Danke. Ciao. Passt. Danke sehr. Ciao.